Yo Leute, was geht? Willkommen zu einer weiteren Folge Clash Royale. Und heute handelt es sich einfach mal um einen Weltrekord, den ein YouTuber aufgestellt hat. Und zwar, ja, Arena 10 mit Level 1. Das ist so übel krass heftig. Ihr seht schon, Sutranix gehört der Account. Vielleicht kennt ihr Sutranix ja selber auch. Danke nochmal an dich, dass du mir jetzt hier das Gameplay zur Verfügung stellst für dieses Video. Schaut auf jeden Fall alle mal bei Sutranix vorbei, nachdem ihr das Video geschaut habt. Weil der hat das Ganze hier erspielt. Er hat wirklich nur mit Level 1 Karten, mit einem Level 1 Account es geschafft, auf 3000 Pokale zu kommen. Und somit in Arena 10. Und das ist übel heftig. Ja, er hat sogar hier im Shop eine legendäre Truhe. Leider hat er keine Gems dafür. Aber ich glaube, er hat sowieso schon alle Legendary Karten. Also ist es jetzt eigentlich egal. Wenn wir uns mal sein Deck anschauen, ihr seht schon wirklich nur legendäre Karten. Er hat auch wirklich viel Geld für den Account ausgegeben, um die ganzen Legendaries freizuschalten. Die ein oder andere hat er natürlich auch in einer Gratis-Truhe oder so bekommen, aber ja, das Deck ist halt so aufgebaut. Nur Legendaries, weil wenn er jetzt eine Common-Karte Level 1 reinhauen würde, wäre die extrem schwach im Gegensatz zu einer Legendary-Karte Level 1. Deshalb nur Legendaries, bis auf die Skelettarmee. Ich denke mal, das ist eh nachvollziehbar. Die kann man auch so zum Verteidigen verwenden und die Skelette, wenn die so low sind, ist es eh nicht so schlimm, weil Pfeile oder ein Zap machen die sowieso One-Hit-Down. Ich würde sagen, wir springen jetzt in den ersten Fight, den wir uns hier anschauen, und zwar war das der entscheidende Fight, in dem er auch ja, in Arena 10 aufgestiegen ist, was auf jeden Fall heftig ist. Er kämpft hier als Level 1er gegen einen Level 10er, das ist unglaublich, und er beginnt erstmal mit der Banditin auf der rechten Seite. Hier kommt schon mal Elite-Überbahn von ihm und die Banditin wird schon mal richtig geroastet, aber er hat natürlich hier die Skelettarmee, die direkt weggesappt wird, und der erste Push vom Gegner war halt mal übel heftig mit den Elite-Überbahn, hat Sutranix einfach fast nicht verteidigen können und somit geht der erste Tower schon mal down. So schnell kann es halt gehen, der Gegner hat noch nicht mal einen HP-Damage geschluckt, also das ist schon mal ziemlich krass und der Gegner ist extrem im Elixier-Vorteil. Aber gut, ihr werdet dann noch schon sehen, wie Sutranix das Ganze hier regeln kann und den Fight noch rausholen kann. Hier ist auf jeden Fall ein Ofen am Start, die Princess geht jetzt auf den Tower und nicht auf den Ofen bzw. dann auf die Fire Spirits. Hier kommt ein Musketier von ihm, dann kommt eine Banditin. Die Banditin ist auf jeden Fall eine nice Legendary. Mit ihrem Boost ist die einfach übel krass und ja, deshalb würde ich die auch immer weiter wegsetzen von Truppen, dass die sich aufladen kann sozusagen und hinboosten kann, weil das einfach mehr Damage macht. So, jetzt hat er hier nochmal den Elektromagier plus Sparky. Das Ding ist, der Gegner hat ja auch den Zap im Deck, womit er den Sparky schön zerstören kann. Jetzt kommt Sutranix hier mit seinem ersten Push auf der linken Seite, mit dem Miner, mit dem Elektro-Wizard, mit dem Sparky. Und jetzt hat er das erste Mal gesappt. So, jetzt hat er hier wunderbar nochmal seine Lakaienhorde. Der Sparky hat sich gerade noch den Royal Giant gegönnt und die Princess überlebt das Ganze auch nochmal. Aber bis jetzt sieht es echt nicht gut aus für Sutranix. Es sind noch eine Minute Spielzeit ungefähr und er hat noch nicht mal einen Tower down. So. Jetzt kommt er hier wieder mit einem Eismagier, also der Gegner ist auf jeden Fall hart am Tryharden. Jetzt kommt hier die Banditin von Sutranix und ich glaube, jetzt startet er den ersten großen Push, der hoffentlich dann auch erfolgreich wird. Genau, Sparky ist schon mal ganz hinten am Start. Er kommt mit einer Musketierin, die jetzt schon mal relativ low ist und ich glaube, er setzt jetzt sogar das Kampfholz, oder? Ja, das tut er, dass die Musketierin down ist und Fire Spirits hat es leider nicht mehr erwischt, was ziemlich schade ist, aber ist in Ordnung. So, der Sparky ist gerade nicht aufgeladen. Rechts kommt er jetzt mit einem Inferno Dragon, was auf jeden Fall ein richtig schlauer Move war, weil links kann er jetzt schön pushen. Der Sparky holt sich die Elite-Überbahn weg und rechts der Inferno Dragon macht auch nochmal ordentlich Damage und der linke Tower ist somit down. So schnell kann es gehen. Die Ablenkung auf der rechten Seite hat es halt wirklich gebracht mit dem Inferno Tower und somit hat der Gegner sich auf zwei Seiten konzentrieren müssen und war ein bisschen überfordert. Ist auf jeden Fall gut gelaufen und ich kann mir so denken, wie Sutranix da geschwitzt hat am Ende, um das zu schaffen, weil das muss so aufregend sein, Leute. Also ich glaube, ich würde es nicht packen, hier zu gewinnen. Ich darf jetzt leider keinen Live-Fight machen, weil, ja, ich verstehe es schon, er will jetzt hier in Arena 10 mal bleiben. Es kann auch kein anderer YouTuber darauf mehr aufnehmen oder sowas und er selber macht auch keine Fights mehr aktuell. Hat er mir zumindest gesagt, weil, ja, er will halt seinen Rekord nicht versauen, obwohl der Rekord sowieso stehen, also bestehen bleibt, aber kann ich eben nachvollziehen. So, der rechte Tower ist jetzt durch die Banditin nochmal schön low gegangen. Jetzt kommt hier nochmal die Princess und eigentlich sieht es jetzt extrem gut für Sutranix aus. So schnell hat sich das Blatt gewendet.
Genau, jetzt kommt er mit dem Funky, was vielleicht gar nicht so schlau ist, weil der eh den Zap drin hat. Aber die Banditin pusht jetzt nochmal auf den Tower, macht nochmal zwei Hits, einen geboosteten und einen normalen. Und somit ist der Tower nur noch auf 200 HP. Und jetzt war es sogar relativ close. Das Sparky hat sich den Royal Giant geholt und der Miner ist am rechten Tower dran. Und der Tower hat 48 HP, so wie ich das jetzt hoffentlich hier richtig erkennen kann. Und ja, jetzt kommt noch ein Feuerball. Sotranix Tower ist auch schon übel low, er braucht jetzt eigentlich nur noch das Kampfholz. Und dann ist der Fight gewonnen, zack, da kommt's auch schon und perfekt. Das war ein richtig schöner Win gegen den Level 10er, also ja, Leute, so gut kann's ausgehen. Ich habe selbst auch einen Level 1 Account, aber bei mir läuft das bei weitem nicht so gut. Er hat im Shop einfach mal den Elektromagier gehabt und er hat das ganze Gold ja sowieso, er kann damit keine Upgrades machen und deshalb hat er sich einfach gedacht, yo, ich kaufe mir einfach mal den Elektromagier. Ganze dreimal für 240.000 Gold, das ist so unglaublich krass, aber gut, was soll er sonst damit machen? Und er hat ihn jetzt einfach gekauft, bis er ausverkauft war. Jetzt hat er 6 von 2 Elektromagier. Ist auf jeden Fall in Ordnung, also ich weiß nicht, was ich mit dem ganzen Gold machen würde, weil sobald er eine Karte upgradet, bekommt er EP dazu und ja, steigt am Level, was dann nichts mehr Besonderes ist, weil man dann irgendwie mit Level 3 in Arena 10 ist, obwohl es trotzdem besonders ist. Aber gut, hier kommt noch eine epische Truhe, die öffnet er auch noch mit dem Gold, weil ja, das Gold kann er eh nicht gebrauchen, deshalb gibt es hier noch ein bisschen Chest Opening. Der Bowler war 14 Mal drin und ja, hier, ihr seht auch schon, er kann in seinem Deck einfach fast alle Legendary Karten upgraden. Das ist unglaublich, aber sobald er das macht, steigt halt wirklich über 2-3 Level oder so. Ich weiß nicht, wie viel XP jetzt so eine Legendary Karte gibt. Aber gut, Leute, ihr könnt übrigens gerne mal einen Daumen nach oben da lassen. Und ihr seht schon hier unten, er hat wirklich alle Legendaries, die es im Moment gibt. Den Heilzauber hat es damals noch nicht gegeben, aber den hat er, glaube ich, jetzt auch schon. Das ist krass, Leute. Wie gesagt, gerne mal einen Daumen nach oben da lassen und checkt einfach mal den nicen Merchandise ab. Zack, Link hier unten in der Videobeschreibung. So, dann schauen wir uns einfach noch ein paar Fights an. Und zwar der nächste Fight wieder, ja, jetzt nicht gegen den Level 10er, aber gegen den Level 9er, was auch nicht so schlecht ist. Der schreibt erstmal, wow, ist natürlich ein bisschen überrascht, dass ein Level 1er so hoch ist. Aber gut, jetzt kommt die Princess schon mal von Sotranix. Und das sind jetzt erstmal ältere Fights, also das sind nicht die aktuellsten. Aber ja gut, davor setzt er jetzt glaube ich nochmal die Banditin, ne, dahinter setzt er die Banditin und jetzt kommt hier der Inferno Dragon auf der rechten Seite. Der Magier kümmert sich um den Inferno Dragon, was ganz gut ist, weil somit kann die Princess überleben und der Riese geht leider nicht down. Der Elektromagier von ihm ist auch noch am Start und macht hier ordentlich Damage, aber der Riese kommt jetzt auch nicht weit. Einen Hit hat er insgesamt gelandet, die Banditin ladet sich auf, zack, und Elektromagier ist somit down und hier kommt nochmal eine Valkyrie zum Verteidigen vom Gegner, also bis jetzt kommt Sotranix wirklich gar nicht durch. Aber gut, hier kommt der Sparky und der lädt sich natürlich schön auf, bis die Valkyrie da ist und bam, da ist sie auch schon weg. Okay, jetzt macht er einen kleinen Push auf der rechten Seite, wünscht schon mal viel Glück für den Gegner. Der haut jetzt hier einfach mal Pfeile raus und dann noch die Skelettarmee und Sotranix hat hier richtig gut predicted und hat das Kampfholz schon vorbereitet und somit hat er den ersten Hit vom Sparky auf den Tower gemacht und der macht glaube ich 1200 Damage oder so, also das ist echt krass, so ein Sparky Hit auf den Tower. Na gut, okay, der Magier geht jetzt auch schon mal down, die Banditin lebt sogar noch, lädt sich dann nochmal auf und macht noch einen Hit auf den Tower, das ist wirklich so krass overpowered, noch die ganzen Hits von der Banditin, also das hat schon mal ordentlich Damage noch reingebracht. Ja gut, er läuft jetzt schon langsam wieder voll vom Elixier her, aber er wartet lieber ab, was der Gegner macht und setzt jetzt einen Inferno Dragon auf der rechten Seite. Hat vielleicht ein bisschen zu lange abgewartet, aber was soll man machen? Jetzt kommt von ihm, ja, er überlegt halt, was er machen soll. Ich glaube, die Skelettarmee, ja okay, und der Riese vom Gegner ist hier auch am Start. Jetzt wäre ein Feuerball von Sotranix ganz gut, aber ich glaube nicht mal, dass der so viel Damage machen würde, dass es alles down geht. Ein Kampfholz jetzt vielleicht drauf, genau, bam. Und somit hat er den ganzen Push schon mal wieder ganz gut verteidigt. Zack, der Elektromagier von Sotranix war hier richtig gut am Start. Der hat den Funky vom Gegner schön ja einmal gefreezed oder gesappt sozusagen. Und Sotranix Funky hat das Ganze auch überlebt mit Full HP. Und das war wieder mal so krass. Auf der linken Seite einfach mal mit dem Inferno Dragon durch. Und der Tower geht auch down, weil der Gegner nichts dagegen machen kann. Und somit ist es sogar ein 3-Kronen-Sieg gegen einen Level 9er. Das ist unglaublich krass, also wirklich Respekt nochmal an Sotranix und schaut, wie gesagt, auch auf jeden Fall mal bei ihm vorbei, aber wir schauen uns direkt noch einen Fight an. Genau, und zwar gegen den Level 10er, diesmal wieder, genau, viel Glück und
Was macht so Tranix? Der Gegner spielt hier einen Hog Rider, Bowler und Executioner Deck. Also, ja, das könnte schwierig werden, aber er kommt schon mal hier mit einem Miner. Genau, und der Bowler kann das Ganze auch gut verteidigen. Jetzt kommt ein Sparky, das ist natürlich ziemlich krass. Auf der linken Seite kommt der Schweinereiter und da kommt Sotranix einfach mal mit dem Elektromagier. Ist auf jeden Fall eine extrem gute Verteidigung, weil der wird jedes Mal gesappt, bevor er schlagen will sozusagen. Und ich glaube, maximal bekommt er so ein Schweinereiter mal 3 Hits auf den Tower. Ich verwende den Elektromagier auch gerne mal, um den Schweinereiter zu verteidigen. Und ja, die Princess ging jetzt hier leider noch down vom Mega-Lakai. Das war ziemlich unlucky, aber was soll man machen? Bis jetzt sieht es ja noch gar nicht so schlecht aus, nur dass der linke Tower von Sotranix schon mal ein bisschen Damage kassiert hat. Aber gut, er ist jetzt schon wieder fast voll mit Elixier und setzt hier auf der rechten Seite einen Inferno Dragon. Und da kommt einfach mal ein Ausrichter wahrscheinlich. Da kommt ein Executioner, der ist jetzt aber auch schon down. Und ja, links muss er jetzt nochmal verteidigen, diesmal mit der Skelettarmee. Der Gegner freest hier an der Stelle gar nicht mal so schlecht. Und die Banditin von Sotranix macht den Schweinereiter dann im Endeffekt noch down. So, jetzt kommt hier ein Miner und ich glaube mal, der Gegner wird jetzt gleich irgendwie das Kampfholz raushauen oder so. Okay, in dem Fall wäre das Kampfholz vom Gegner um einiges besser gewesen, weil, ja, ihr seht schon, das war ein großer Fehler. Jetzt kommt erst das Kampfholz, die Banditin ist am Tower dran, macht ordentlich Damage, der Sparky lebt hier hinten auch noch und der Gegner hat Low Elixier. Also, das war wirklich schlecht gemacht vom Gegner, aber ist in Ordnung. Der Funky überlebt leider nicht mehr, kommt nicht zum Tower ran und kann somit keinen Hit machen, aber der Elektromagier kommt vielleicht noch dran, hätte er keinen Tornado geplaced, ist in Ordnung. So, die Princess ist jetzt noch am Leben, das ist auf jeden Fall nice für Sotranix, der Gegner hat kein Elixier, um sie zu zerstören und ich glaube, ein Feuerball wird sich da echt nicht lohnen, deshalb wartet er auf den Scharfrichter und holt die Princess dann somit down. Hier ist wieder ein Inferno Dragon am Start und die Banditin zack gegen den Executioner, mir fällt der deutsche Name nie ein, Scharfrichter. Genau, auf der linken Seite jetzt hier, der Bowler wird schön zerstört vom Inferno Dragon, der Sparky ist auch noch im Leben, jetzt kommt hier eine Princess für, auf der rechten Seite, ich denke mal, da wird er gleich mit dem Log, genau, die Princess downholen und ja, links ist der Funky jetzt schon fast am Tower dran und der Miner regelt hier auch nochmal und der Funky holt eventuell noch den entscheidenden Hit, er haut nochmal einen Feuerball drauf und ein Kampfholz, aber ja, der Funky bekommt keinen Hit, okay. Habe ich falsch in Erinnerung, jetzt kommt aber die Princess und der Gegner hat es zu spät verteidigt, somit holt sie den Tower hier auf 30 HP und das Kampfholz regelt das dann noch und macht den letzten Hit. Und somit ist der Kampf nochmal ausgeglichen, das war richtig close und jetzt geht's weiter in das Kronen-K.O. oder in die K.O.-Phase, wie auch immer. Der Tower wird schon mal gut penetriert von der Banditin und rechts macht jetzt nochmal Damage mit dem Miner. Der Bowler ist hier im Start, der muss auf jeden Fall verteidigt werden. Da hilft der Inferno Dragon ganz gut und der Schweinereiter wird nochmal von der Skelettarmee zerstört und der Inferno Dragon hat hier auch nochmal gut Damage gemacht. Jetzt kommt nochmal die Banditin auf den Tower, zack, springt nochmal drauf, macht ein, zwei Hits. Der Miner ist hier auch am Start, der Tower geht ordentlich down, schon auf 200 HP ist er schon. Megalakai lebt noch von ihm, aber gut, 24 Sekunden hat er noch, jetzt geht es nur noch darum, den letzten Damage zu machen, weil das Kampfholz macht nur 100 Damage und irgendwie muss er jetzt noch einen Hit drauf landen. Ja, und der Gegner achtet nicht so drauf und die Banditin geht durch, macht den letzten Hit und somit ist der Fight gewonnen. Leute, das war's mit dem Video, wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Hier könnt ihr mich abonnieren, hier findet ihr meinen nice Merchandise und hier findet ihr einfach ein random Video. Klickt irgendwas an und schaut bei Sotranix vorbei, den findet ihr nämlich hier. Ja, bis dann. Du sollst irgendwas klicken, hallo, klick was an.